Bayer auf dem Weg nach Madrid. Mit einem besseren Gefühl könnten die Leverkusener gar nicht in die spanische Hauptstadt fliegen. Das 1:0 im Hinspiel ist ein gutes Ergebnis. Und das war der erste von 5:0 Siegen hintereinander. Sowas macht eine breite Brust. Ich glaube, die letzten Spiele, die letzten Wochen geben Grund, dass wir da mit Selbstvertrauen hinfahren. Und ich glaube, wir haben uns eine sehr, sehr gute Ausgangsposition verschafft. Und wir fahren da frohen Mutes hin und wollen in die nächste Runde mit aller Macht. Sollte Bayer den Vorjahresfinalisten aus dem Wettbewerb werfen, so hätte das eine historische Dimension. Leverkusen stünde zum ersten Mal seit 2002 wieder im Viertelfinale der Königsklasse. Ja, wir stellen uns natürlich auf den heißen Tanz ein. Ich glaube, man weiß, dass es ein Hexenkessel ist und 1:0 ist ein gutes Ergebnis für uns, aber es ist nach wie vor ein gefährliches Ergebnis und ich glaube, dass Atletico daheim sehr, sehr stark ist. Wir werden natürlich alles daran setzen, dass sie uns hier irgendwo bezwingen morgen, aber wir haben im Hinspiel gesehen, wenn wir so agieren wie im Hinspiel, alles abrufen, dann bin ich guter Dinge, dass wir auch in die nächste Runde einziehen werden. Bezahlt gemacht hat sich in den letzten Wochen, dass Trainer Roger Schmidt von seinem Konzept des bedingungslosen Überfallfußballs abgerückt ist. Bayer spielt mit mehr Bedacht und Geduld. Bei Atletico würde ein Unentschieden reichen. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir uns nur darauf einstellen sollen oder fokussieren sollen, sondern versuchen auch selbst nach vorne zu spielen, weil es ist ja klar, wenn wir ein Tor machen, das berühmte Auswärtstor, dann wird es doppelt schwierig für Madrid. Und deswegen sollen wir eine gute Balance im Spiel haben, aber durchaus auch nach vorne agieren. Bayer hat in den vergangenen Wochen eine erstaunliche Entwicklung genommen. In dieser Form ist ihnen in Madrid alles zuzutrauen.